Welches ist die beste Fasnachtsparty vom Wochenende? Am Voting-Telefon jetzt! Kilian Rösli, ihr habt Gosler und Chorbau. Was ist das Motto bei euch? Unser Motto ist «Der Bogen überspannt». Das Motto ist entstanden durch das Sujet von der Devo Gosler Menzenau, Guggenmusik, die das Ganze mit dem KTV Menzenau zusammen organisieren. Aha. Jetzt, wenn ihr ja gewinnt, ihr habt sicher die beste Party, bist du der Meinung. Was gibt es bei euch? Bei uns gibt es einerseits eine Turnhalle, wo wir weiter verlangen. Dort haben wir zwei DJs. Dann haben wir ein Aussenareal, wo wir die Zugänglichkeit gratis zur Verfügung stellen. Dort haben wir eine Partyband. Dann gleichzeitig auch noch also eine Partyband in einem Kaffeezelt und ein weiteres Partyzelt zur Verfügung. Eine spezielle Dekoration? Ja, unser Fest ist eigentlich sehr bekannt, immer sehr gut dekoriert. Also bei uns gibt es eigentlich kaum ein Fleckchen, das nicht gut dekoriert oder bedeckt ist. Von dem her wird es auch für andere Feste auch noch schwierig, um ein bisschen plakatieren oder so. Ja, weil wir dort halt das meiste wirklich gut bedeckt haben und sehr aufwendige Dekoration haben, ja. Wolltest du uns da schon etwas darüber verraten? Unsere Dekoration die ist immer mottengerecht, also das heisst, der Bogen überspannt. Ja, gibt es ganz verschiedene Sachen um das Motto herum. Sei es Baren werden Katapult oder Jobbar heisst Robin Schott. Ja, so ein bisschen in dem Stil. Also ganz originelle Wortspielereien noch ein bisschen, he? Genau, ja. Ja, jetzt hast du gerade schon etwas angetönt. Welche Bar gibt es bei euch? Ja, also es gibt in der Turnhalle innen haben wir vier verschiedene Baren. Das ist alle Jahr immer ein bisschen verschieden, wie es gerade aufgeht. Aussen haben wir eben ein Partyzelt. Dort ist sicher eine Bar drin, wo ein bisschen Leute Musik gemacht wird. Und dann einfach im Kaffeezelt, wo wir eben die Partyband grenzenlos haben. Und dann haben wir noch Guggenmusiker, die auf der grossen Guggenbühne spielen. Und dort kann man, wenn man gerne Guggenmusik hat, eigentlich den ganzen Abend zulassen. Ja. Du hast erwähnt vorher, welche Guggenmusiker spielen denn bei euch? Ja, wir haben ganz verschiedene Guggenmusiker. Also wir probieren den Kindern so ein bisschen die von der Umgebung nach Menzenau zu holen. Aber natürlich haben wir auch immer etwa zwei, drei auswärtige Guggenmusiker. Total sind wir 16 Guggenmusiker, die an unser Fest kommen. Ja, da läuft etwas. He? Für wer ist die Party? Also die Party, das ist für Jung und Alt. Innen in der Turnhalle geht es ein bisschen heute zu und her. Dort sind ein bisschen das jüngere Publikum. Im Aussenareal dort, gerade im Kaffeezelt dort, sind ein bisschen die älteren Besucher. Und ja, jetzt ist es allgemein noch ein bisschen durchmischt. Aber es sind sicher jeden etwa so ein bisschen seinen Musikstil, den er wünscht, ja. Aha. Wie viele Gäste erwartet ihr denn? Ja, das ist eben noch schwierig zum Abschätzen, da wir eben das Sozialareal eigentlich frei zugänglich haben. Aber total so im Bereich zwischen 2200 bis 2500 Leute werden eigentlich etwa erwartet, ja. Also erstaunlich, ja? Ein kleines Dorf, das bei euch da gerade also aufs Festgelände kommt. Ja, es ist natürlich schon auch ein richtiges Dorffest. Also, da wird kaum einer noch zum Menzenau daheim hocken in der Stube. Sind die meisten hängen auf Platz, ja. Was gibt es bei euch für Besonderheiten? Also bei uns speziell gerühmt wird natürlich eben unsere Dekoration, weil wir dort sehr Aufwand betreiben. Die uns auch wirklich sehr Mühe geben für das. Und das ist uns auch sehr wichtig. Ja, etwas weiteres war noch etwa zwischen die gerühmt wird, ist unsere Guggenmusikverpflegung, wo wir allen Musik, die Guggenmusiker dann zur Verfügung stellen. Ja. Ah, die kommen, Guggenmusiker, die kommen bei euch, gibt es etwas zu essen, zu trinken? Hm? Genau, ja, die kommen dann noch Guggenmusikverpflegung über, was eigentlich auch so ein bisschen üblich ist, wenn man ein bisschen länger oben unterwegs ist, ja. Aha. Wo und wie lange dauert der Event? Also wo ist das genau und wie lange dauert es? Also wo ist es in Menzenau? In der Mirzeghalle. Und anfangen tut das mit einem Einzug, der vor dem Viertel ab 5 Jahren. Also der Einzug startet vom Bahnhof
Richtung eben zu dieser Mehrzweckhalle. Anschließend für ein Monsterkonzert von den verschiedenen Guckenmusiken an. Und dann am 7:15 Uhr ist die Türöffnung von der Halle. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen der Ablauf. Jetzt, was denkst du, wieso sollte man das Wochenende bei allen Konkurrenz, die ihr habt, gerade zu euch kommen? Ja, wie gesagt, wir geben uns immer sehr Mühe, viel Mühe bei dem, was wir machen. Wir sind mit Leidenschaft dabei. Ja, klar, die anderen machen das sicher auch gut, aber wir machen es besonders gut. Und würden uns sicher freuen, wenn wirklich sehr viele Menschen kommen würden, an Gosser und Kurs fahren.